Ein recht herzliches Hallo zur Online-Football-Akademie. Mein Name ist Gerhard Waldhardt, bin Co-Trainer Videoanalyse beim Spuser SKN St. Pölten. Wir haben heute den zweiten Teil der Videoanalyse. Zweiter Punkt, was muss man beim Filmen von Wettkampf und Training beachten? Kurzen Einblick in meine Arbeit. Ich arbeite mit Videokameras auf HD-Basis bzw. 4K-Basis, habe Dreibeinstativ, habe ein Hochstativ, bin natürlich auch mit Drohnen bewandert. Das heißt, wie man schon daraus hört, man muss wirklich die beste Bildqualität und die beste Positionierung haben, um für den Trainer auch das bestmögliche Videomaterial zu bringen und damit der Spieler sich auch dementsprechend ein Bild von der Situation schaffen kann und damit man sich auch verbessern kann. Da sehen wir schon mittendrin, Filmen als, also das Film, den Filmen als Grundstein für die Analyse. Also wichtig ist, dass die Perspektive das A und O ist für das Filmen. Weil, wenn ich zum Beispiel im Einklang bin mit dem Spielfeld, das heißt, ich bin am Spielfeldrand und filme so hinein, dann werde ich wenig Spieler auf meine Linse bekommen. Weiters ist auch so, dass ich wenig Räume bis gar keine Räume aufgrund der schwierigen Tiefenwahrnehmung erkenne. Also ist eigentlich die Videoanalyse, wenn ich es am Spielfeldrand mache, 1:1 zum Spiel, eigentlich ja, zu 100% nicht brauchbar. Ich kann keine taktischen Analysen machen, sondern ich muss wirklich die Kameraposition davor schon wählen. Da kommen wir jetzt darauf hin, in den Amateurbereichen ist es so, wichtig ist, wo fahre ich hin? Gibt es dort einen Container? Gibt es dort einen Hang? Gibt es dort Materialien, wo ich draufsteigen kann, um von oben herab den bestmöglichen Winkel zu schaffen? Was auch wichtig ist, ist einmal die sehr gute organisatorische Vorbereitung. Was heißt das? Also, wenn wir jetzt mal auf den Platz wieder zurückkommen, wenn ich dort hinfahre in die zweite Klasse, ist dort zum Beispiel ein Vordach. Leider sind immer Sonnenschein, ab und zu regnet es auch und da ist natürlich ganz wichtig, dass das Kameramaterial und auch einer selbst geschützt ist. Habe ich einen Schirm mit? Habe ich die Videokamera aufgeladen? Habe ich einen zweiten Akku mit? Habe ich Ersatzkabel mit von der Videokamera zum Beispiel zum Bildschirm, sofern ich einen Bildschirm mit habe, Speicherkarten. Ja, und da ist es ganz, ganz wichtig, dass das schon im Vorfeld mitgenommen wird und natürlich auch kontrolliert wird. Weil, wenn das Spiel angepfiffen ist, kann man nicht mehr reagieren, sondern nur mehr agieren in dem Fall nachher. Wichtig ist dabei, dass wenn man ein Dreibeinstativ hat, dass man auf einer Anhöhe oben steht, dass man dann hinunter filmen kann, nie auf derselben Höhe ist wie das Spielfeld. Als Videoanalyst, egal ob man jetzt im Amateurbereich oder im Profibereich arbeitet, muss man sehr einfallsreich sein, wo man hinaufsteigt auf einen Container oder teilweise auch in den Stadiondächer. Und ich nehme jetzt gerade her, mir ist gerade was passiert. Wir spielen in der Vorbereitung gegen SV Ried, habe das Hochstativ mit, das Hochstativ steckt. Was tue ich? Ja. 5 Minuten vor Spielanpfiff, ich muss natürlich mein zweites Equipment rausnehmen, Dreibeinstativ mit Kamera und muss auf Anhöhe aufreden, um von dort zu filmen. Was ist mir da passiert? Ja, ist mir eigentlich der Aufsatz vom Dreibeinstativ gebrochen und habe natürlich 90 Minuten mit der Kamera in Hand gefilmt. Also man muss sehr, sehr flexibel sein, um dann natürlich auch, egal ob jetzt Amateurtrainer oder im Profibereich, die Videosequenzen dann für den Trainer bereitzustellen. Nochmal abschließend, wichtig ist es, Filmen als, der Film an sich als Grundstein, das heißt die Perspektive macht es aus, wie die Videoanalyse dann zum Schluss abläuft. Eine sehr gute organisatorische Vorbereitung, wo fahre ich hin, gibt es Gegebenheiten, wo ich mich draufstellen kann, habe ich mein Equipment parat, auch ein zweifaches Equipment und nochmal zu guter Letzt die Position der Kamera. In diesem Sinne möchte ich mich von euch verabschieden. Online Football Akademie verabschiedet sich von euch und wenn ihr Fragen habt, einfach nach dem Team fragen.